Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar von Lexplay von Roswitha Pörings. Das Buch habe ich freundlicherweise von Roswitha als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen und da habe ich mich sehr drüber gefreut, denn ich finde das Thema unglaublich interessant. Aber erstmal kurz zur Aufmachung. Das Buch ist im Format der Klappbroschüre erschienen. Es gab auch so ein unglaublich schönes Lesezeichen dazu. Man kann es aber auch als E-Book kaufen. Die Preise schreibe ich euch unten in die Infobox. Und das Ganze ist im Äffchen Verlag erschienen. Das ist der Verlag von Roswitha selber. Somit ist es quasi ein Self-Publisher-Buch. Ich persönlich finde das Cover wirklich, wirklich sehr atmosphärisch und wirklich schön. Ich weiß nicht, ist das grün, ist das grau? Irgendwie mag ich die Farbe unglaublich gerne. Diese nicht komplett durchgehend gedruckte Schrift und auch hier mit diesem Bild hier unten, das ziemlich gut zum Buch passt, wenn man denn das Buch dann liest. Finde ich alles sehr, sehr schön gemacht. Auch den Buchrücken sieht natürlich mega geil aus im Regal. Einziger Kritikpunkt, wenn man es so sehen möchte, ist natürlich, dass hier die Schrift manchmal ein bisschen schwierig zu lesen ist. Das Ganze hat mit Danksagung 375 Seiten. Es geht in diesem Buch um Alex. Alex ist Let's Player auf YouTube und Alex hat um die 1 Million Abonnenten und niemand kennt sein Gesicht. Also er ist einer der Let's Player, die nicht mit Facecam arbeiten. Und sein Kanal heißt Lex Play. Und Alex hat so ein paar Probleme in der Schule mit seinen Eltern, ein paar Differenzen auch mit seiner Schwester und bekommt dann eine sehr ominöse E-Mail von einem Spielehersteller, Produzierer, was auch immer. Wie nennt man sowas? Ob er denn nicht Lust hätte, dieses sehr neuartige Spiel anonym zu testen. Und das Besondere an diesem Spiel ist, und da zitiere ich den Buchrücken, unser Gamer soll das Gras riechen können, von der Sonne geblendet werden und das Brot schmecken. Und ich kann dir verraten, es ist uns gelungen. Ja, es geht also einmal um ein virtuelles Realitäts-, also Virtual Reality Game, das verspricht, realitätsnah als die Realität zu sein. Und das findet dann oder testet dann Alex zusammen mit anderen Let's Playern. Mehr sage ich eigentlich gar nicht zu der Geschichte. Ich persönlich fand die Geschichte sehr interessant, schön, aber zwischendurch hat mir so ein bisschen die Spannung gefehlt. Also es war so ein bisschen Spannung, Spannung, Spannung. Dann kam so ein Tal, so ein Tief und dann kam nochmal so eine kleine Spannungskurve. Und ich persönlich hatte auch leider so dieses Problem damit, dass ich mir so das Ende ab einem gewissen Punkt schon irgendwie selber denken konnte. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ich mochte unglaublich gerne die Welt, also diese Welt dieses Spiels, die sich Roswitha da ausgedacht hat. Es hatte für mich so ein bisschen so eine Mischung aus Minecraft und Don't Starve in anders und Virtual Reality. Und irgendwie fand ich das cool. Ja, also es gab ganz am Anfang vom Spiel so einen Twist, wo ich, das fand ich ein bisschen sehr vorhersehbar irgendwie. Dann kam ein ziemlich großer Twist, wo ich nicht so richtig wusste, okay, in welche Richtung geht es jetzt. Das fand ich cool. Aber als ich dann wieder wusste, in welche Richtung es geht, fand ich es ein bisschen schade, dass ich persönlich dann eigentlich schon wusste, okay, so wird es enden. Trotzdem fand ich das Buch schön geschrieben. Leider ab und an ein paar Rechtschreibfehler, Lektoratsfehler, weil es eben, dadurch, dass es ein Eigenverlag ist, quasi Self-Publisher, fehlte das Lektorat und das hat man leider an manchen Stellen natürlich auch gemerkt. Macht hier aber jetzt keinen Abbruch von der Story. Ansonsten fand ich auch sehr schön, dass teilweise in Alex Gefühlswelt auch eingegangen wurde, was ja nicht so typisch ist bei einem Let's Player und einem Jungen, dass da dann halt auch so auf dieses Innenleben quasi, was in dem Charakter vorgeht, eingegangen wird. Ich hätte mir ehrlich gesagt an manchen Stellen davon mehr gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass teilweise auf andere Charaktere noch mehr eingegangen wäre. An sich fand ich das Buch unterhaltsam, teilweise spannend und definitiv eine Leseempfehlung für Leute, die sich mit diesem Thema Let's Play und Virtual Reality befassen. Ich habe dem Ganzen 3 von 5 Sternen gegeben, eben aufgrund dieser kleinen Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin, tschüss!